Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ihr seht, heute geht es um das Thema Stifte drechseln. Das werden jetzt ein paar kleinere Videos, in denen ich euch viele verschiedene Dinge zeige, die sehr nützlich sind, wenn ihr Stifte drechseln möchtet. Ihr müsst, wenn ihr so ein Penblank bohrt, müsst ihr das Ganze relativ genau an der Tischbohrmaschine in meinem Fall machen. Und genau dafür werde ich heute eine Vorrichtung bauen, damit das einfach schneller geht und es genauer geht und das am Schluss einfach ein bisschen mehr Spaß macht. Die Vorrichtung ist relativ simpel, aber genau für diese Anwendung ist die wirklich grandios. Sie funktioniert einfach richtig gut. Und ich werde es jetzt erstmal anmerken, dass hier ist ein Teil von vielen kleineren Teilen, der jetzt kommen wird. Und im nächsten Video wird es darum gehen, wie ich die ablenke. Denn dafür baue ich mir eine coole Vorrichtung, damit es schnell und sicher geht. Aber im heutigen Video geht es erstmal darum, wie wir hier diese tolle Vorrichtung bauen mit einem schönen Kniehebelspanner, damit wir hier schnell und einfach genaue Löcher reinbekommen. Das ist leider nicht ein Projekt, das man einfach so mal bauen kann. Für dieses Projekt muss man sich ein paar Sachen bestellen. Ich habe hier zum einen einen Kniehebelspanner, mit dem könnt ihr einfach super schnell eure Holzstücke dann festspannen. Wie das geht, seht ihr dann gleich. Und ich habe mir auch mal nochmal so einen neuen Senker gekauft. Denn meinen alten kann ich euch mal zeigen. Da ist mir jetzt schon öfters der Bohrer abgebrochen und mittlerweile ist das Ding hier auch einfach stumpf. Aber ich habe damit meinen kompletten VW-Bus umgebaut. Deswegen darf man sich so ein Teil für 10 Euro dann schon mal wieder gönnen. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Unter Umständen wäre es gut, wenn ihr Federn zu Hause hättet. Die kann man sich auch nachbestellen, da habt ihr mal ein ganzes Set. Man braucht nicht unbedingt Federn, aber mit Federn wird diese Vorrichtung hier definitiv... Ach scheiße, die sind unterschiedlich groß. Mit gleichen Federn wird dieses Projekt definitiv besser. Ich habe gerade ein Stück Holz zugeschnitten, das war überhaupt nichts Spektakuläres. Das ist ein einfaches Stück Fichte und aus dem Stück Holz werden wir unser Klemmteil bauen. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Löcher markiert und die müssen wir jetzt erstmal bohren. Ich habe jetzt hier die zwei Löcher gebohrt und die sind hier für diese Dübelstäbe, damit das später gleichmäßig schließt. Wir brauchen ja noch einen Spot, wo wir dann später unseren Penblank dann auch tatsächlich drin spannen können. Und der muss ein bisschen kleiner, also dieser Ausschnitt muss kleiner sein als unsere Penblanks. Das hier ist ein Penblank, die haben normalerweise 20x20. Den hier gibt es übrigens auf meinem Shop. Das sind Acryl-Penblanks, die kann man auch mit normalen Drechseleisen drechseln. Dafür braucht er keine Wendeschneidplattenwerkzeug. Guter Deutsch. Um die Mitte zu markieren, hole ich mir einfach hier wieder meinen Mittefinder. Absolut geniales Projekt. 7.5. Und hier müssen wir einen Ausschnitt reinschneiden. Für mich ist es in meinem Fall am einfachsten, hier diese Ausschnitte jetzt an der Bandsäge freizuschneiden. Ihr könnt es aber auch an der Tischkreissäge machen, wie ihr das möchtet. Jetzt kann ich hier in dieses Teil unsere Holzdübel als mal einleimen. So sieht das dann aus. Ich mache jetzt hier auf diese Führungsstäbe direkt ein klein bisschen Wachs, damit das später einfach leichter sich bewegen kann. Und jetzt können hier unsere beiden Federn rauf. Jetzt werde ich als erstes mal hier diesen Kniehebelspanner festschrauben, der soll einfach in die Mitte. Und ich werde auch später was dazu sagen, warum ich hier dieses Brett noch so groß gelassen habe. Wie ist das überhaupt? Hoppla! Als nächstes müssen wir dieses Teil hier ausrichten und dafür schauen wir erstmal, wenn wir jetzt unseren Kniehebelspanner ganz ausfahren und wir diesen hier dagegen legen, ob wir überhaupt genug Luft haben, wenn wir ihn ganz nach hinten fahren. Ich werde diesen Kniehebelspanner bzw. hier unseren Klotz jetzt auch so hier stehen lassen, denn wir haben hier vorne mit dieser Stellschraube immer noch ein bisschen Spiel, wo wir es dann später fein einstellen können. Wobei, das ist ziemlich blöd, dass da was ich wieder mache, ne? Philipp, denk doch mal nach. Alter Falter. So, das sieht doch gut aus.
Die Vorrichtung ist jetzt fertig und ihr seht, ich habe hier noch ein Stück Siebdruckplatte draufgeschraubt. Einfach nur dafür, weil hier dieses Teil ein bisschen dünn ist. Wenn ihr das hier nachbaut, schaut, dass ihr hier diese Rückblenden ein bisschen dicker direkt gestaltet, damit ihr einfach hier nicht noch ein Brett hinten dran schrauben muss, dass es nicht rumknickt. Auf jeden Fall ist das hier die Vorrichtung und es funktioniert auch schon ziemlich gut. Und jetzt werden wir sie erstmal an der Tischbohrmaschine festspannen und dann schauen wir mal weiter. Ich hole mir jetzt mal hier unten ein paar Pen-Blanks raus. Die habe ich nämlich schon mal vorgeschnitten. Dazu werde ich aber gleich noch was sagen. Würde ich sagen, hol mal hier diesen. Hier diese Pen-Blanks, die habe ich selbst geschnitten, die kann man aber auch schon fertig kaufen. Das ist dann einfach ein längerer Stab, so wie ich ihn euch eben schon gezeigt habe, diesen Acrylic-Stab. Das hier ist Acryl, das ist gegossen. Und wenn ihr hier da so durchschaut, seht ihr auch schon ein bisschen, dass man halt eben durchschauen kann. Und wenn das gedrechselt ist, sieht das richtig cool aus. Ich blende euch hier einfach mal ein Bild ein. Könnt ihr wie gesagt mit den normalen Drechseleisen herstellen, aber ihr könntet aber natürlich auch eure Pen-Blanks selbst herstellen. Das hier sind einfach noch so ein paar Reststücke, die ich hatte. Und hier möchte ich halt eben, dass die Maserung entlang läuft, deswegen habe ich die auch zusammengeklebt. Und im Prinzip ist ein Pen-Blank nichts anderes als einfach so ein Vierkantmaterial. Die hier sind jetzt natürlich auch schon auf Länge geschnitten. Und ich habe die bis dato immer an der Tischkreissäge auf Länge geschnitten. Ist aber ziemlich gefährlich. Grundsätzlich mag ich so arbeiten nicht, wenn man sehr, sehr kleine Stücke an der Tischkreissäge schneidet mit einem Distanzklotz. Deswegen werde ich dafür auch bald noch eine extra Vorrichtung bauen. Das wird dann das nächste Video sein. Wie gesagt, das hier ist so ein kleiner Leitfaden, wenn ihr mit dem Stiftdrechseln anfangen möchtet. Was praktisch ist, was ihr euch am besten sofort macht, dann macht das auch viel mehr Spaß. Also zusammengefasst, wenn du die Stifte drechseln möchtest und die Rohling bis dato an der Tischkreissäge zuschneidest, schau dir auf jeden Fall das nächste Video an, das wird dann jetzt bald kommen. Da baue ich eine kleine Vorrichtung, dann könnt ihr die hier schnell und sicherer vor allen Dingen auf Länge schneiden. Hier ist jetzt ein 8mm Bohrer eingespannt. Hier meine selbst zugeschnittenen Rohlinge sind minimal größer, das kann ich jetzt hier ganz easy einstellen. Und jetzt seht ihr, das Teil ist schon schön eingespannt und es ist vor allen Dingen senkrecht und ist nicht in eine Richtung verkippelt. Komm, markiere ich mal noch irgendwo die Mitte. Markierung der Mitte. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Mitte markiert und das ist halt eben die Arbeit, die aufhält. Die will ich umgehen, die will ich so ein bisschen einfacher machen und dafür ist auch genau jetzt hier diese Vorrichtung. Einmal müssen wir es jetzt aber noch markieren. Das reicht jetzt auch schon und jetzt können wir es auch schon direkt einspannen. Wir setzen jetzt mal den Bohrer direkt im Mittelpunkt ab. Und jetzt müssen wir natürlich hier dieses Teil noch festspannen. Ja, ich habe es gerade umständlich mit den Schraubzwingen am Tisch festgemacht. Das liegt daran, dass ich keinen Tisch derzeit hier draufschrauben möchte, den festen. Weil ich habe so schon mega wenig Bohrtiefe. Und der Tisch ist auch schon ganz unten, also weiter nach unten würde er nicht gehen. Würde ich hier jetzt noch einen größeren Tisch drauf machen, hätte ich nicht mehr genug Bohrfläche. Eventuell werde ich mal vielleicht probieren, dieses Teil hier und unten dieses Teil ein bisschen weiter auf der Säule nach außen zu ziehen, dass ich ein bisschen mehr Bohrtiefe habe. Denn das ist derzeit noch nicht so hundertprozentig. Jetzt können wir aber auf jeden Fall hier unseren Rohling reinsetzen. Und der ist perfekt hier drin. Schalten die Maschine ein. Falls eure Vorrichtung nicht direkt richtig bohrt, das bedeutet, oben ist alles zentrisch und unten haut der Bohrer ab, dann könnt ihr das hier mit diesem Stück hier jetzt einstellen. Ich habe jetzt hier einmal ein Stück Schleifpappe hintergelegt, damit dieses ganze Anschlagstück ein bisschen nach vorne kommt. Aber jetzt läuft es. Jetzt kann ich hier einfach ganz entspannt meine Rohlinge holen, leg die hier rein und bohre so. Und so könnt ihr jetzt ganz entspannt eure Rohlinge bohren, ohne dass ihr es irgendwie blöd festhalten müsst oder müsst einfach die Mitte anreißen. Ihr könnt das Teil einfach da reinstellen, bohren und ihr habt ein Loch, was super ist. Das Thema Stifte drechseln werde ich jetzt in so ein paar kleineren Videos abhandeln, denn dann habt ihr immer ein einzelnes Video, wo ihr direkt an einem einzelnen Thema seht, falls ihr mal wieder an das Video reinschauen möchtet, um was es hier geht. Das hier ist das Video zum Bohren. Und das nächste Video wird das Video zum Thema Ablenken sein. Da werden wir uns nämlich auch eine kleine Hilfevorrichtung bauen, damit es einfach ein bisschen sicherer ist. Denn an der Tischkreissäge ist es mir auf Dauer zu gefährlich. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ciao.